Hi, hier ist Chris Görkel, Mitbegründer von Guitar Masterplan. In diesem Video schauen wir uns ein 80s Riff im Stil von Yngwie Malmsteen an. Und zwar ist es sehr inspiriert von dem Song On The Run Again. Wie immer, du kannst dir kostenlos die Tabs und Unterlagen, Audiodateien dazu runterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Wir hören uns zuerst das Riff an und dann gehen wir Step by Step durch. Okay, hier nochmal das Riff ohne Schlagzeug und ohne Bass, etwas langsamer gespielt. Hier haben wir viele Double Stops in der zweiten Lage. Du siehst es dann ideal, wenn du die Tabs anschaust. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Double Stops in der zweiten Lage, da ist es am praktischsten, wenn du dieses Fis, E-Seite zweiter Bund, mit dem Daumen greifst. Das Fis wird übrigens mit der Handkante, mit der Schlaghand gedämpft, mit Palm Mutes. Und Idealfall mit dem Daumen greifen, dann kannst du leichter und schneller die Double Stops spielen. Ohne deine Greifhand zu viel bewegen zu müssen. Das war der erste Takt. Der zweite. Der dritte. So ein kleiner Lauf. Man kann sich denken, dass dieser Lauf aus Pattern 1 der Fis-Pentatonik ist. Also der vierte Takt. Mit Alternate Picking, das sind 16. Noten. Wenn du den Rest durchgehend, also die 8. Noten immer mit Downstrokes spielst, ist es hier empfehlenswert, die 16. Noten, also diesen kleinen Lauf, mit Wechselschlag, Alternate Picking, down up und so weiter. Und dann wiederholt sich das Ganze. Das Schwierigste ist eigentlich nur, das Greifen zu erlernen, mit dem Daumen den Basston zu greifen und dann die Double Stops als Barré-Griff zu spielen. Das erfordert sicher einiges an Übung, dann ist sonst vielleicht interessant oder schwieriger nur dieser kleine Lauf, wo wir gesagt haben, das sind 16. Noten mit Wechselschlag spielen, down up und fertig ist eigentlich unser Yngwie Malmsteen-Style-Riff, inspiriert von dem Song On The Run Again. Ich hoffe, dir hat das Riff im Stil von Yngwie Malmsteen On The Run Again gefallen. Ja, es gibt einige Dinge wahrscheinlich für dich wieder zum Üben, vor allem das Greifen mit dem Daumen, zum Beispiel eben vom Fis, damit man da gut in Kombination die Double Stops spielen kann. Erfordert natürlich einiges an Übung, ist vielleicht am Anfang ungewohnt, wenn man es noch nie probiert hat, ist aber auch so eine essentielle Technik, speziell für viele 80s Riffs. Und wenn wir schon beim Thema sind, wenn du mehr zum Thema Riff-Writing, Riffs spielen, Riffs aufbauen wissen willst, dann empfehle ich dir unser Programm, die 69 Rock und Metal Riffs. Link ist in der Videobeschreibung, check's gerne mal an. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Rock on!